Hallo liebe Keycat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem neuen Teil der Tutorial-Serie Keycat für Anfänger. Zunächst einmal in eigener Sache möchte ich den Daniel ganz herzlich gratulieren zu seinen 4000 Abonnenten und euch allen erstmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr Daniels und meine Videos anseht und dies überhaupt erst ermöglicht. Wir wollen dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und dazu öffne ich erst einmal hier unser PCB New mit unserer Platine. Wir hatten die Bauteile hier platziert. Wir hatten diese Bauteile eingeladen über die Netzliste. Und hier sehen wir jetzt unseren letzten Stand, den wir jetzt hier haben. Und jetzt ist es so, jetzt fangen wir damit an, die Leiterbahnen hier jetzt zu routen. Man zeichnet keine Leiterbahn, man routet die Platine. Das werdet ihr des Öfteren mal so hören von verschiedenen Leuten, dass die vom Routing sprechen. Wir sehen jetzt hier auch die weißen Linien, das sind die sogenannten Netzlinien. Die hat PCB New natürlich über die Netzliste aus unserem Schaltplan erhalten und die zeigen uns einfach nur an, welche Pins jetzt mit welchem Pin verbunden werden müssen. Wir haben beim Platzieren darauf geachtet, dass wenn wir die Bauteile platzieren, dass wir so wenig Kreuzungen wie möglich hier drinne haben. Und da hatte ich ja auch gesagt, dass es manchmal fast unmöglich ist, alle Kreuzungen hier so rauszubekommen. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, und das bringt auch ein wenig die Erfahrung, dass wir hier fast keine Kreuzungen drin haben, bis auf ein paar wenige, die wir hier sehen. Aber die meisten Bauteile lassen sich ganz einfach jetzt mit Leiterbahnen routen. Dazu gehe ich aber erst einmal hin und erzähle noch mal einige wichtige Dinge, bevor wir jetzt hier mit dem Leiterbahnrouten beginnen. Und zwar müssen wir erstmal einige Voreinstellungen machen. Diese Voreinstellungen sind wichtig, einmal was das eigentliche Routing angeht und zum zweiten die Sicherheit. Und zwar ist es ja so, wir machen hier einen Arduino Uno, der wird mit 5 Volt betrieben. Die Ausgänge des Arduino Unos, die liefern eine Stromstärke von maximal pro Pin 20 mA. Also wir sind hier im Kleinspannungsbereich und müssten uns eigentlich jetzt hier erstmal nicht drum kümmern, wie dick denn unsere Leiterbahnen sein müssen. Ihr wisst ja, dass ich in eines unserer vorherigen Videos gesagt habe, dass es da durchaus Überlegungen geben muss, wie dick meine Leiterbahnen denn sein müssen. Ihr erinnert euch daran, dass wir in Keycat so ein Tool haben, wo wir das da berechnen können und diese Berechnung rufe ich jetzt erst einmal auf und das befindet sich ja im Startbildschirm von Keycat. Dazu wechsle ich mal jetzt hier und hier oben habe ich ja schon mal erklärt, gibt es den sogenannten Taschenrechner da hier oben. Da klicke ich einmal drauf, dann seht ihr ja hier einen Reiter, Leiterbahnbreite, da hatte ich ja schon mal eine Erklärung gegeben, wie man die Breite in etwa hier so berechnen kann. Für unser Projekt Arduino Uno ist es eigentlich nicht so wichtig, weil wir, wie gesagt, hier mit maximal 20 mA oder mit maximal 5 Volt arbeiten. Aber wenn ihr Platinen erstellt, die höhere Ströme bzw. höhere Spannungen haben, sage ich mal so, dann müsst ihr euch natürlich darüber Gedanken machen. Und Keycat geht immer standardmäßig hin und gibt für die Leiterbahnen und auch für die Durchkontaktierung und alles andere so ein Standardwert an, den ich euch jetzt hier mal zeigen werde. Dazu wechsle ich wieder zurück hier in mein Keycat in PCB New und wenn es darum geht, hier Leiterbahnenbreiten innerhalb von PCB New vorzugeben, dann spricht man von sogenannten Design Rules. Design Rules, das ist nichts anderes wie, ich teile hier Keycat mit. Hör mal, wenn ich dieses oder jenes Netz hier jetzt mit Leiterbahnen verbinde, dann nutze bitte die oder eine andere
Leiterbahnbreite. Des Weiteren teile ich Kikit mit, wenn ich Leiterbahn route, was ist denn jetzt hier die Vorgabe für den Abstand der Leiterbahn? Und diese beiden Dinge muss ich natürlich, wenn ich eine Platine erstelle, die höhere Spannungen und höhere Ströme hat, natürlich beachten. Wenn ich zwei Leiterbahnen nebeneinander hier route und der Abstand ist da 0,1 Millimeter und ich lasse da einen Strom oder eine Spannung höher 110, 230 Volt laufen, dann kann es zum Funkenschlag kommen oder wenn die Ströme dann zu hoch werden für die Leiterbahn und die Leiterbahnen sind zu dünn gezeichnet, dann brennen die natürlich einfach nur weg und eure Platine ist somit eigentlich nicht mehr brauchbar. So, ich gehe jetzt hier oben mal in das Dateimenü und gehe zunächst einmal in die Platine, hier Platine Board einrichten. Es öffnet sich jetzt hier so ein Fenster mit den Design Rules, Design Regeln auf Deutsch, das steht hier oben da, da steht es Design Regeln und da gehe ich mal auf die Netzklassen drauf und dann seht ihr hier oben dieses blaue jetzt hier, das ist die Vorgabe, die Kikit standardmäßig drinne hat. Was steht hier? Es stehen hier einfach mal erstmal ein Name für die Netzklassen, das heißt hier Default, also Vorgabe und dann seht ihr hier in dieser Spalte hier das Abstandsmaß der Leiterbahn. In unserem Fall wären das 0,2 Millimeter und die Leiterbahnbreite wäre 0,25 und wenn ich Durchkontaktierung in meiner Platine benutze, was das ist, diese Dukos, das werde ich gleich mal zeigen und erklären. Der Bohrdurchmesser für die Dukos wären dann hier 0,4 mm. Für Mikro-Dukos, die benutzen wir eigentlich im Hobbybereich sehr, sehr selten. Auch das andere hier alles, Breite von Leiterbahnpaaren und Abstand von Leiterbahnpaaren. Wenn ich Leiterbahn ziehe, kann ich immer nur eine ziehen oder eben ein Paar ziehen. Das hat mit Laufzeiten zu tun, wenn ich zum Beispiel Hochfrequenz habe und ich ziehe jetzt die RX-Leitung und die TX-Leitung, dann da muss ich darauf achten, dass beide Leitungen, sowohl die Receiver-Leitung als auch die Transmit-Leitung nicht unterschiedliche Längen haben, sondern die müssen austariert werden, sonst gibt es dort Laufzeitfehler. Also ich habe also hier erst einmal eine Default-Einstellung und wenn ich jetzt eine Platine erstellen möchte, die andere Maße haben soll für Spannung und für Ground, sage ich mal jetzt hier mein Netz 5 Volt oder mein Netz mit Ground, dann kann ich das jetzt hier so vorgeben. Und zwar klicke ich dann einmal hier auf dieses Pluszeichen. Dann kann ich hier oben einen Namen vergeben. Und zwar vergebe ich da irgendeinen x-beliebigen Namen. Ich sage mal jetzt hier Arduino und klicke dann hier das Abstandsmaß. Ich sage mal, er soll nicht 0,2 sein, sondern die Abstände der einzelnen Leiterbahnen sollen sein, sage ich mal jetzt 0,35. Nur mal so als Beispiel. Und die Leiterbahnbreite soll etwas breiter sein, weil ich jetzt, sage ich mal, eine Platine erstelle, die ja höhere Belastung ausgesetzt ist, also höhere Spannung oder Ströme. Ich gebe jetzt hier mal als Beispiel ein, das wären ja jetzt hier 0,25, also ein Viertel. Ich gebe mal ein 0,3, nur mal so als Beispiel, und Durchkontaktierung, und das lasse ich jetzt mal alles so. Jetzt habe ich eine neue Netzklasse erstellt, die sich dann nennt Arduino, und jetzt kann ich hier unten unter Filterklassen sagen, bitte Arduino, und hier jetzt kann ich sagen, zum Beispiel, alles, was ich gleich verbinden werde mit Leiterbahnen, das zu dem Netz 5 Volt, also wo 5 Volt drüber fließen, soll Kikit hingehen und meine Netzklasse, die ich ja Arduino genannt habe, benutzen. Das heißt, alle 5 Volt Leiterbahnen werden dann in einem Abstand von 0,35 mm und eine Leiterbahnbreite von 0,3 mm gezeichnet. Das macht Kikit dann automatisch
und alle Durchkontaktierungen eben mit einer Größe von 0,8. Der Bohrdurchmesser für die Durchkontaktierung wäre dann 0,4. Und das Gleiche mache ich zum Beispiel dann auch hier nicht nur für die 5 Volt, wo ja dann die Ströme drüber fließen. Und wie es so ist in der Physik, was an Strömen in irgendeiner Platine auf die positiven Leitungen fließt, fließt natürlich auch auf meine Ground. Also würde ich dann hier hingehen und sagen, auch alles, was Ground ist, benutze bitte meine Einstellungen und nicht die Vorgaben von KiCad. Das Blöde an dieser ganzen Geschichte ist eben, ich habe das jetzt eingegeben alles, welche Leiterbahnbreiten bzw. Abstände hier die ganzen einzelnen Netze, die ich ja in meinem Schaltplan gezogen habe, haben sollen. Ich sage jetzt okay und jetzt kann ich hier oben unter Track, das seht ihr hier, da ist ja jetzt 0,25. Ich kann auch hier jetzt die bearbeiteten Vorgrößen geben, die da anders sind. Jetzt habe ich die Netzklassen eingegeben und mache jetzt hier meine Platine, schicke die zum Hersteller, lasse die fertigen und irgendwann mache ich ein neues Projekt. Also ich will eine neue Platine erstellen. Dann ist es bei KiCad so, dass diese Einstellungen, die ich da jetzt vorgenommen habe mit den Leiterbahnen, also die Netzklassen, die sind dann nicht mehr vorhanden. Sie sind also nur in diesem einen Projekt. Wenn ich das wieder öffne, habe ich sie natürlich wieder drin, weil KiCad das natürlich jetzt, wenn ich hier auf Speichern klicke, abspeichere. Aber sobald ich ein neues Projekt beginne, und zwar, wenn ich hier in KiCad sage, Datei, neu, Projekt, dann sind die nicht mehr vorhanden. Das müsst ihr euch merken. Da gibt es auch einen Trick, wie ich das verhindern kann. Und zwar müsste ich dann ein eigenes Template erstellen, so dass jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt öffne, dieses Template in KiCad geladen wird. Das heißt, ich mache mir einmal meine Netzklassen, erstelle mir dann ein Template und dieses Template nutze ich dann als Vorgabe. Wie man ein Template jetzt erstellt innerhalb KiCads, denke ich mal, werde ich jetzt in dieser Serie nicht mit aufnehmen. Wenn da Interesse besteht, ja, dann können wir uns beim nächsten Livestream drüber unterhalten, wie das geht. Vielleicht zeige ich es dann auch. Aber ich konzentriere mich ja jetzt hier auf die Erstellung von diesem Arduino Uno. Und dazu gehört einfach nicht mehr Templates erstellen oder sonstiges. So, zurück zu unserer Platine. Jetzt gibt's noch eine weitere wichtige Sache, die ich euch nicht vorenthalten will, weil sie für meine Zwecke eigentlich ja auch wichtig ist, und zwar sehr wichtig. Wir haben ja hier eine Platine und wollen jetzt Leiterbahnen routen. Jetzt muss ich KiCad natürlich mitteilen. Wir haben eine Platine mit zwei Kupferlagen, eine auf der Front und eine auf der Rückseite, auf der Backseite. Das sehen wir hier oben in den Lagen. Und jetzt muss ich KiCad natürlich sagen, ja, was möchte ich denn auf diesen beiden Lagen alles routen dürfen? Und dazu gehe ich wieder hier in Datei, Platine einrichten. Netzklassen. So, hier haben wir ja gerade unsere Design Rules gemacht, also hier die Leiterbahnbreite. Wie gesagt, für den Arduino Uno brauche ich das nicht. Deswegen gehe ich nochmal hin und lösche das einfach mal. Ich muss es euch nur sagen, dass es wichtig ist. Ihr müsst vorher überlegen, welche Ströme laufen über den Leiterbahn und welche Spannungen habe ich dort. Dann richte ich mir hier eben meine Lagen ein. Jetzt ist ganz wichtig, man klickt hier oben nochmal auf Lagen und das solltet ihr einstellen, das muss so sein. Und ihr seht jetzt hier Frontkupfer und Backkupfer. Und auf der rechten Seite steht dort Signal. Das heißt, KiCad würde euch jetzt erlauben, auf der oberen Kupferseite nur Signale, also die Bits und Bytes, die von unserem Arduino kommen, zu routen, also Leiterbahnen zu ziehen, die nur Signale sind. Und auf der unteren Kupferseite, auf der Backkupferseite natürlich auch. Ich möchte das aber nicht und ich stelle hier auch immer, also grundsätzlich immer, Folgendes ein. Für die Oberseite Kupfer gebe ich ein Mix. Ich könnte jetzt hier auch sagen, auf der oberen Kupferseite darf ich nur
Spannung- und Stromrouten, also Leiterbahnen, die Spannung und Strom führen. Oder ich kann sagen, nur Signal oder was auch immer. Ich sage hier immer Mix. Stellt das bitte auch so bei euch ein, dass ihr alles auf den Lagen routen dürft und nicht nur ein einziges Signal. Das habe ich jetzt eingestellt. Hier oben sehe ich nochmal die Einstellung für meine Platine. Und zwar steht hier oben zwei Lagen. Bauteile auf der Ober- und Unterseite. Das heißt, ich kann, wenn ich meine Platine jetzt gleich route oder auch andere Dinge tue, auf beiden Lagen Bauteile platzieren. Alternativ kann man hier auch sagen, nur auf der Oberseite dürfen Bauteile platziert werden oder nur auf der Unterseite. Hier stelle ich immer ein auf beiden. So, hier seht ihr nochmal Kupferlagen. Wir haben ja zwei Lagen, eine Oberseite Kupfer, eine Unterseite Kupfer. Und ich hatte ja schon mal gesagt, Kicket erlaubt es bis zu 32 Lagen. Das höchste, was ich mal erstellt habe, waren, glaube ich, 6 Lagen. Und da hatte ich schon große Schwierigkeiten, einen Platinenhersteller zu finden. Wenn ihr denn einen finden solltet, der in der Lage ist, eine 32-lagige Platine zu erstellen, dann ist das wie ein Sechser im Lotto. Also wenn ich eine Platine mit 2 Lagen erstelle, dann kann ich die in China ja, wie gesagt, da 10 Stück für 5 Euro. Und eine einlagige Platine ist hier gar nicht mehr aufgeführt, weil Standard ist eigentlich 2 Lagen. Nur dazu, dass ihr hier Mix einstellt, damit ihr auf der Ober- bzw. auf der Unterseite der Platine alle Signale routen dürft. Ich sage einmal okay und dann bin ich auch schon so weit, dass ich sagen kann, jetzt geht es los. Zuvor noch mal kurz eine ganz, ganz kleine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, weil es da immer wieder zu Problemen kommt. Ich habe hier mal ein anderes Blatt aufgemacht. Ich bin auch hier in meinem Platinen-Layout-Programm PCB New und ich habe hier mal ein Blatt, wo ich einfach nur 2 Bauteile habe. Einen Widerstand und so einen kleinen 2-Pin-Header. Um jetzt hier eine Leiterbahn zu ziehen, gehe ich ganz einfach hin. Ich muss mir im Klaren sein, auf welcher Lage möchte ich die Leiterbahn ziehen. Möchte ich die auf der Oberseite, auf der oberen Kupferschicht oder eben auf der unteren Kupferschicht. Ich will sie jetzt hier auf der oberen Kupferschicht ziehen. Deswegen habe ich hier F Kupfer angeklickt. Und jetzt gehe ich hier auf dieses Icon hier auf der rechten Seite. Und wenn ich mit der Maus da drüber fahre, dann sagt der Route Leiterbahn. Ich klicke einmal und dann gehe ich hier hin zu diesem Pad hier von meinem Widerstand und ziehe jetzt wieder mal eine Leiterbahn. Und zwar mache ich die mal so hier runter. Physikalisch sind diese beiden Bauteile natürlich verbunden und rein technisch gesehen funktioniert das. Nur merkt euch, und das aus eigener Erfahrung mal jetzt gesprochen, wenn ihr so Leiterbahnen zieht, also hier oben so richtig gerade mit so einem rechten Winkel hier, so einer Ecke, so wenn ich da mal reinzoome, seht ihr das, macht man eigentlich nicht. Warum nicht? Wenn ihr mal einen Designer fragt, der wird euch dann versuchen zu veräppeln, der sagt dann einfach, wenn hier Bits und Bytes drüber laufen, dann, wenn ich die Platine schräg halte, fallen die hier raus. Das ist natürlich Blödsinn. Aber es gibt einen triftigen Grund und den werde ich euch jetzt sagen. Wenn der Hersteller diese Platine macht, also herstellt, wird ja alles, was keine Leiterbahnen hat, weggeätzt mit einem Ätzmittel. Also das ist meistens irgendein chemisches Ätzmittel, also ich kenne da Eisen-3-Chlorid oder Persulfat und wie es alle heißt. Und dieses Ätzen hat zur Folge, dass beim Ätzen, wenn ich hier so eine Kante habe, so eine scharfe 90-Grad-Kante, dann kann es passieren, wenn ich mal jetzt hier reinzoome, dass aufgrund des Ätzmittels hier ein Teil von dieser Ecke, von der Leiterbahn mitgeätzt wird, sodass an dieser Stelle dann die Leiterbahn dünner wird. Das ist eigentlich kein Fehler. Der Hersteller, der die Platine herstellt, wird sagen, ja, warum machst du das denn auch so? Und ihr seht schon hier, ich habe in KiCad eingestellt, dass er hier nicht ganz 90 Grad macht. Das kann man einstellen in KiCad, sondern immer in 45 Grad Winkel. Aber trotzdem wäre diese Ecke noch sehr,
sehr eckig und scharfkantig hier. Da würde das Ätzmittel hier noch ein Stück von meiner Leiterbahn, wenn ich hier mal reinzoome, so ein bisschen noch wegnehmen, ja, so, sodass hier diese Stelle ziemlich dünn wird. Und was nützen mir dann die besten Design-Rules für höhere Ströme, wenn irgendwo an einer Ecke, weil ich hier so 90 Grad gezogen habe, dann die Leiterbahn dünner wird. Und das ist der Grund, warum man so in dieser Art keine Leiterbahn routet. So, das wollte ich euch noch sagen. Das ist wichtig, dass ihr so das nicht macht. Und deswegen gehe ich mal eben kurz hier hin und mache die beiden mal weg und ziehe die Leiterbahn einfach mal neu. Und ihr seht, dass KiCad, wenn ich jetzt hier so die Leiterbahn versuche zu ziehen, immer einen 45-Grad-Winkel macht. Und jetzt ist der Drehpunkt natürlich hier. Ich klicke dann einmal irgendwo, sagen wir mal hier, dann ist der Drehpunkt jetzt hier und jetzt gehe ich nach unten und verbinde dann die Pads. Und ihr seht, dass KiCad in den Einstellungen so eingestellt ist, standardmäßig, und bitte lasst es auch so, dass er immer versucht, hier so einen größeren Winkel anzubieten. So, jetzt kommen wir dazu, dass ich euch mal erkläre, wie wir diese Leiterbahn denn auf unserer eigentlichen Arduino Uno Platine platzieren. Und das geht eigentlich genauso. Wir haben alle Einstellungen gemacht. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie dick die Leiterbahnen sein sollen. Und jetzt gehe ich einfach mal hin und fange mal an, hier leichte Sachen sofort direkt zu routen. Alles, was leicht ist, was keine Kreuzungen hat, hier die Pinheader, hier unten den Pinheader und eventuell noch hier solche Sachen direkt einfach zu routen. Anhand der Luftlinien seht ihr ja, welche Pins miteinander verbunden werden müssen. Das gibt euch KiCad vor. Solltet ihr jetzt in die Lage gehen, wo ihr die Leiterbahn entziehen wollt, ich gehe hier erstmal auf F wie Frontkupfer, klicke mir hier an Leiterbahn und fange dann einfach an, hier zu klicken und zupp. Und achtet mal bitte hier unten steht Knoten, Netze und nicht geroutet. Nicht geroutet heißt hier bei mir jetzt 54, also ich habe 54 Luftlinien noch nicht geroutet. Und ich habe in meiner Platine 28 verschiedene Netze. Netze können sein, wie gesagt, Ground, 5 Volt oder was auch immer. Und ich habe 83 Knoten drin. Das heißt, irgendwo sind überall 83 verschiedene Kreuzungen. So, jetzt gehe ich weiter und ziehe mir erst einmal alle, die hier so schön eindeutig sind, versuche ich jetzt hier mal zu verdrahten. Und ihr seht, die Luftlinien sind verschwunden und meine nicht gerouteten hier unten in der Statuszeile sind nur noch 49. Und wenn ich die geroutet habe, wird diese Zahl hier unten immer weniger, bis dann die Platine vollständig geroutet ist. Ich gehe jetzt einfach mal hin und route hier mal die eindeutig sind, die keine Kreuzungen haben. Die werde ich jetzt einfach mal routen. So, ich bin schon wieder ein ganzes Stück vorangekommen, aber ich hole euch jetzt mal wieder dazu, um auch mal einige Erklärungen zu machen. Ihr seht hier unten in der Statuszeile bin ich jetzt bei nicht gerouteten 21, also ich habe noch 21 Luftlinien hier, also Netzlinien hier, weiße, die nicht geroutet sind. Aber ihr seht an der Farbe meiner Leiterbahn, ich habe alles bis dato auf der Frontkupferseite, also auf der Oberseite der Platine. Jetzt ist es so, dass ich mich irgendwann mal hier so einkesseln werde. Freunde, das ist eine Fleißaufgabe. Lasst euch dafür Zeit. Umso toller wird die Platine dann. Und es soll Leute geben, die dann auch in der Lage sind, alle Leiterbahnen, ohne dass sie sich berühren oder kreuzen, nur auf einer einzigen Lage, also auf einer einzigen Kupferlage erstellen können. Ja, das hat natürlich einen Vorteil. Das heißt, der Vorteil liegt darin, dass die Platine dann etwas günstiger wird, weil der Hersteller ja nur eine Seite dort ätzen muss und eine einlagige Platine dann eben benutzen kann. Und das hat den Vorteil, wenn ihr die Platine hinterher zu Hause selber erstellt, ist es natürlich
erheblich leichter, eine einseitige Platine zu ätzen, als wenn ich auf beiden Seiten Leiterbahnen habe. Das ist wichtig. Versucht es, macht es mal und ihr werdet dann feststellen, ja, ich könnte es schaffen, diese Platine, weil es sind ja eigentlich nur ein paar Bauteile, auf einer Kupferschicht zu routen. Ich mache da keinen großen Hickmack raus. Ich sage, wenn ich dann mich irgendwann mal eingekesselt habe und ich komme von dem Pin dann nicht mehr hier rüber, weil ich den anderen hier jetzt kreuzen würde, ja, also hier, den kann ich ja nicht ziehen, weil sonst würde ich mich ja hier mit verbinden, dann wechsle ich gleich einfach in die untere Kupferlage und ziehe die Leiterbahn dann eben von diesem Pin zu diesem auf der unteren Kupferlage. So, Freunde, ich werde euch jetzt weiter beobachten lassen, wie ich jetzt hier die Platine route und werde das ein oder andere dann auch nochmal hier zeigen und erklären. Ihr seht jetzt hier meine gezogenen Leiterbahnen und wenn ihr mal hier schaut, hier in diesem Bereich, der C1 hier, dieser Kondensator, da kann man natürlich, das ist auch erlaubt und auch gewollt, mit der Leiterbahn unterhalb, also hier zwischen den beiden Pads des Kondensators durchzuziehen. Das erlaubt KiCad. Aber was KiCad nicht erlaubt, und das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich zum Beispiel jetzt hier oben von meinem Pad hier, von meiner Lüsterklemme die 5 Volt machen möchte, klicke ich einmal und jetzt versuche ich mal hier diese Leiterbahn hier über diese Leiterbahn zu ziehen, dann zeigt natürlich KiCad hier sofort an, halt Stopp, hier geht es nicht, ich könnte das auch gar nicht, wenn ich zu einem anderen Pad und dann klicke, erlaubt es KiCad nicht. Ich kann hier klicken, so viel ich will. KiCad erkennt, dass hier ein Kurzschluss ist, dass ich hier zwei Leiterbahnen übereinander mache und das ist natürlich nicht erlaubt. Ich drücke noch einmal Escape und dann geht es wieder zurück. Jetzt schaue ich mal weiter nach, welche Leiterbahn ich denn noch ziehen könnte. Ja, hier die von diesem könnte ich noch machen. Ich klicke einmal, gehe einmal nach oben, klicke nochmal und ziehe dann diese Leiterbahn nochmal hier rüber. Und schon habe ich hier unten in meiner Statusleiste nur noch 20 nicht geroutete Leiterbahnen. So, jetzt gehe ich nochmal hin, guck mir das nochmal an. Ich könnte zum Beispiel noch eine Leiterbahn machen. Und zwar diese hier. Die könnte ich jetzt auch noch ziehen. Ich klicke auf das Pad, gehe nochmal gerade hier durch, klicke noch einmal, um den 45-Grad-Winkel zu erhalten. Und schon ist diese Leiterbahn auch geroutet. Jetzt schaue ich mal weiter nach. Dieses geht hier rüber zu diesem Pad. Das könnte ich auch noch machen, indem ich hier die beiden verbinde. Jetzt könnte ich noch dieses Pad, gehe mal einmal hier gerade hoch, gehe dann hier zwischen und gehe dann ganz, na, das ist ein bisschen blöd, ich klicke nochmal, um den Drehpunkt zu erhalten und mache das mal so. Diese habe ich dann auch geroutet und jetzt schaue ich mal, welche ich noch verbinden könnte. Hier den Pin 1 von unserem Atmega, den könnte ich noch verbinden mit dem Pad. Und ihr seht, wenn ich ziehe, werden beide, die verbunden werden sollen, so hell gemacht. Daran kann ich immer sehen, ob das denn möglich ist. So, aber ich komme da nicht hin, weil sonst würde ich ja hier eine andere Leiterbahn überkreuzen. Was mache ich da? Ich drücke mal einmal Escape, dann gucke ich mir das nochmal an. Wie komme ich jetzt von diesem Pin hier? Ich zoome mal rein und das solltet ihr auch immer wieder machen, richtig stark hineinzoomen, um diese Stelle jetzt hier auch mal im Blick zu haben. So, wie komme ich von diesem Pad ohne eine andere Leiterbahn zu kreuzen zu diesem Pad? Da gibt es eine Möglichkeit, ich könnte hier rumgehen und dann zu diesem Pad. Jawohl, das mache ich. Ich gehe wieder hier auf der rechten Seite in den Route-Leiterbahn. Hier, ich klicke hier einmal, klicke hier drauf, gehe nach rechts. So ungefähr, klicke einmal, ziehe das mal runter. So, klick. Ich muss nochmal klicken, sonst ist der Drehpunkt nicht da. So und da, so. Und wenn sich Pads berühren, seht ihr das hier auch, wenn ich mit meiner Leiterbahn Pads berühre, werden die auch so grünlich dargestellt. Ihr solltet das alle immer im Blick behalten. So, klick, jawohl, und schon bin ich hier
zwischen den Pads hergegangen und habe diese Leiterbahn auch gezogen. Jetzt schaue ich mir mal diesen Punkt hier an, hier diesen von meinem C2, der muss verbunden werden hier oben mit den 5 Volt, da geht eine Luftlinie her. Jetzt überlege ich mir mal, wie komme ich da hin, ohne eine andere zu berühren oder zu kreuzen. Das schaue ich mir mal an. Ich würde sagen, ich klicke hier einmal, dort einmal klicken und gehe dann hier rüber, klicke nochmal und gehe, nochmal klicken und gehe dann hier hin, klick und dann hier rüber. So, jetzt zoome ich hier mal rein. Jawohl, da ist noch genug Platz zwischen. Wenn man weit rausgezoomt hat, ist es halt so, dass man das nicht sofort hier so erkennt. Dann zoome ich halt mal richtig rein und ja, das ist okay. So, ich muss jetzt noch diesen Pin hier vom Atmega, den PD3, verbinden und die Luftlinie geht bis hier unten hin. Das könnte ich schaffen, indem ich hierher gehe und dann den verbinde. Ich mache das mal, klick, gehe bis hier hin, klicke noch einmal, um den Drehpunkt zu ändern und gehe dann bis dahin, klicke mal, gehe gerade runter, klicke nochmal und zack. Und schon habe ich die beiden auch verbunden. So, jetzt muss ich schauen, welche könnte ich denn noch hier so direkt verbinden und schaue mir mal weiter, ob ich noch weitere jetzt hier direkt verbinden kann. Ja, kann ich. Und zwar hier in dem Bereich, hier Pin 1 mit diesem Pin, das könnte ich auch noch routen, klick und klick. Und jetzt ist es so, hier seht ihr eine Luftlinie hier von Pin 9 zu Pin 1, der nicht direkt auf Pin 1 zeigt. Es ist natürlich auch möglich, jetzt diesen Pin nicht mit dem Pad direkt zu verbinden, sondern mit einer Leiterbahn, die das gleiche Netz führt. Und zwar hierhin. Das tue ich jetzt mal. Klick. Und jetzt geht dieser Pin nicht direkt zu diesem Pin, sondern diese Leiterbahn hat das gleiche Netz. Also kann ich die auch verbinden. Das wäre nicht möglich, wenn das ein anderes Netz wäre. Dann würde Qiget das auch anmosern. So, jetzt habe ich noch hier ein Pad, das ich direkt verbinden kann mit diesem Pad. So, jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an und ich schaue mal, ob ich da irgendwo noch eine Leiterbahn verbinden könnte. Vielleicht diese hier. Ich zoome mal da rein. Die muss verbunden werden mit dem Pin 2. Jawohl, da komme ich noch hin. Klicke einmal hier, um den Drehpunkt zu ändern. Klicke nochmal und gehe dann hier hin. So, das hätten wir soweit. Jetzt schaue ich mal. Ihr merkt also, es ist eine Fleißarbeit und das ist ähnlich wie Tetris, hier die richtigen Routen zu finden. Und nur mal so als Tipp, beim Platzieren dieser Bauteile habe ich natürlich darauf geachtet, dass die nicht so eng nebeneinander stehen, dass ich gar keinen Platz mehr habe, irgendwo zu routen. Ja, da solltet ihr natürlich auch drauf achten, dass ihr, wenn ihr die Bauteile hier platziert, aber das hatten wir bei der letzten Serie mal gemacht, die Bauteile hier platziert, achtet bitte drauf, dass ihr das alle nicht zu eng macht. Sonst habt ihr hier überhaupt keinen Platz mehr, irgendwie noch Leiterbahn zu routen. Hat natürlich den Vorteil, dass die Platine dann sehr klein ist, aber ihr habt dann nicht mehr die Möglichkeit, genügend Platz zu haben, um hier eine Leiterbahn zu routen. So, von diesem Pin hier oben sehe ich gerade, komme ich gar nicht zu diesem Pin, ohne irgendwas anderes zu überqueren. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Insel gemacht. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Jetzt zeige ich euch, wir sind ja immer mit allen Leiterbahnen bis dato auf der Frontkupferseite. Jetzt gehe ich mal hin und sage, ich möchte hier, ich zoome mal hier rein, diesen Pin von dem Pinheader mit diesem verbinden, aber ich komme da so auf der Oberseite nicht mehr hin. Also gehe ich mal hin, ich bin auf der Frontkupfer, ich klicke hier einmal, gehe einmal bis hier hin, klick, drücke die V-Taste, klicke nochmal und gehe dann hier rüber. So, Freunde, schaut euch das mal an. Was habe ich jetzt gemacht? Ihr seht, diese Linie hier bis zu diesem Punkt ist rot und wird dann grün. Das heißt nichts anderes wie, ich habe eine Leiterbahn auf der Oberseite gezogen bis zu diesem Punkt, habe hier
eine Durchkontaktierung gemacht und gehe dann mit meiner Leiterbahn auf der Unterseite der Platine weiter. Das heißt also, dieser Knotenpunkt hier, diese Kreuzung existiert gar nicht, weil Rot ist auf der Oberseite und Grün ist auf der Unterseite. Diese Durchkontaktierung, was das genau ist, das werde ich jetzt mal denjenigen erklären, die gar nicht wissen, was eine Durchkontaktierung ist. Man nennt das in der Fachsprache VIA. Das werde ich euch jetzt mal zeigen, was das genau ist. Und dazu öffne ich mal hier mein vorbereitetes Blatt. Wie gesagt, Durchkontaktierung nennt man VIAs. Und ihr seht hier mal so eine Schematik, was das alles ist. So, wir arbeiten mit Through-Hole-Komponenten, das heißt, die Bauteile werden dann hier unten, hier in diesem Bereich verlötet. Das wäre das Hole für die ganzen Bauteile. Hier habe ich ein Buried Via, also eine Durchkontaktierung, die nicht von der oberen Schicht zu der unteren Schicht ist, sondern ich habe ja hier 4 Kupferlagen und ich kann auch innerhalb Keycaps mitteilen, bitte mach ein Via, das man von außen gar nicht sieht, sondern das befindet sich unter den beiden inneren Kupferlagen. Ja? So, wir haben aber ein Via gemacht, was einfach nichts anderes ist, wie von der oberen Kupferlage runtergeht bis zur unteren. Der Hersteller geht also hin, wenn ich hier oben jetzt meine Leiterbahn oben gezogen habe, ein VIA setze, gibt es eine Durchkontaktierung zu der unteren Kupferschicht und hier führe ich dann meine Leiterbahn einfach weiter. Mehr ist das nicht. Das ist nichts anderes, wie wir es hier auch sehen in dem zweiten Sheet hier. Er geht also hin, bohrt, also nicht bohren, er wird es mit einem Laser machen, weil Durchkontaktierung, das haben wir ja in den Design Rules gesehen, die sind so klein, ja. Ich glaube nicht, dass er das mit einem Bohrer macht und das wird mit einem Laser gemacht, da wird hier ein Loch reingemacht und dann wird das hier oben mit so einem Kupfer, damit der Kontakt hat zur oberen Kupferschicht hier. Und dann werden auch die Innenwände von diesem VIA, von diesem Loch, werden mit Kupfer beschichtet. Und hier unten nochmal mit Kupfer, damit der ja Kontakt hat mit der unteren Kupferschicht. So ist das hier gemeint. Das ist ein sogenanntes VIA. Und ihr müsst euch merken, es gibt verschiedene VIAs. Es gibt welche, die gehen von der oberen Kupferschicht zu der nächsten unterliegenden, also in die Mitte irgendwo. Oder es gibt VIAs, die verbinden nur die beiden hier in der Mitte. Aber das wollte ich euch mal zeigen, was denn so mit VIA gemeint ist. So, ich gehe mal wieder zurück zu meinem Schaltplan. Und ihr seht, die letzte Leiterbahn, die ich gezogen habe, hier diese grüne, führte ich also von dem Pin auf die Oberschicht bis zu diesem Punkt. Und hier habe ich ein VIA gesetzt, eine Durchkontaktierung und gehe dann auf der Rückseite weiter zu diesem Punkt, sodass ich hier keine Kreuzung habe. Ich sage euch noch was zu VIAs. VIAs können nur platziert werden, wo auch Platz ist. Ich könnte kein VIA platzieren, zum Beispiel hier innerhalb, hier in diesem Kästchen, hier in diesem, sagen wir mal hier in diesem C5, an dieser Stelle. Da könnte ich kein VIA erstellen, weil wir sprachen ja das letzte Mal davon, von sogenannten Chordiats. Das ist ja die absolute Bauteilgröße, die hier mit so einem weißen Kästchen gezeichnet ist. Also wenn ihr hier versucht, ein VIA zu machen, das geht nicht. Da Mozart Keycat, das macht er einfach nicht. Deswegen, wenn ihr VIAs setzen wollt, um auf die nächst andere Kupferschicht zu kommen, dann müsst ihr einfach sehen, dass ihr die setzt hier, wo auch kein Bauteil oben drüber liegt. Nur mal so, dass ihr das wisst, weil sonst wundert ihr euch, warum geht das nicht. So, des Weiteren ist es so, Keycat merkt sich, auf welcher Lage ich die letzte Leiterbahn gezogen habe, in meinem Fall hier auf der unteren Kupferschicht, deswegen grün. Und grün heißt ja hier auf der rechten Seite Backkupfer, also untere Kupferschicht. Das seht ihr hier oben auch, hier oben in diesem Bereich, da steht die Kupferlage Backkupfer. Ich wechsle deswegen, um jetzt hier weiterzumachen, nochmal zurück in die Frontkupfer und schaue mir mal an, was ich denn jetzt hier weiter routen möchte.
Ich verbinde die jetzt alle hier mal, die noch über sind, mit irgendwelchen Vias. Aber ich pausiere mal das Video und melde mich dann gleich nochmal zurück. Und dann geht es weiter. So, ich schaue mal an. Ich habe jetzt hier noch zwei nicht geroutete. Also zwei sind noch nicht geroutet. Das wäre einmal der Bereich hier, die beiden. Und die werde ich mir mal ansehen. Ihr seht das hier. Dieser Pin muss mit diesem Pin hier verbunden werden. Wie kriege ich das am besten jetzt hier hin? Ja gut, ich gehe mal auf der oberen Kupferschicht. Starte ich mal, gehe hier oben lang, dorthin, klick, gehe ein Stück höher, klick, klick, gehe hier zwischendurch, klick, gehe dann nochmal klick, gehe dann runter, klick und gehe dann hier auf das Pad. Voilà, ich habe nur noch ein einzige nicht geroutete Netzlinie. So, die letzte habe ich gefunden und zwar ist sie hier in der Mitte. Ihr seht das hier, wenn ich reinzoome von diesem Ground Pin. Muss ich irgendwie hier hinkommen, damit die beiden Ground Pins hier verbunden werden. Und ihr seht, hier habe ich nur rote. Also gehe ich jetzt hier einfach hin in die Unterschicht, in die untere Kupferschicht und verbinde die beiden so. Das war's gewesen, Freunde. Unsere Leiterbahn ist geroutet. Ihr könnt das nochmal kontrollieren hier unten im unteren Bereich. Nicht geroutete ist 0. Und somit haben wir alles verbunden und sind mit dem Routing fertig. Ja, das Routing ist natürlich immer so eine Konzentrationssache, dass man danach mal eine kleine Pause braucht, weil das ist schon so ein bisschen anstrengend, das kann ich verstehen. So, und wir machen jetzt weiter und zwar gehen wir jetzt einmal hin und schauen mal nach, wie unsere Platine denn jetzt im 3D-Betrachter so aussieht. Dazu gehe ich hier in den 3D-Betrachter rein und ich habe schon die Bauteile, ihr seht das schon hier platziert, die 3D-Modelle, aber ihr seht hier auch, wenn ich mal reinzoome, unsere Leiterbahn, die seht ihr und wenn ich die Platine mal drehe, dann seht ihr hier die Leiterbahn, die ich auf der Rückseite geroutet habe und ihr seht auch, wenn ich mal ganz stark reinzoome, hier in diesem Bereich, hier, wo meine Maus ist, das hier, das Dingen hier, das ist eine Durchkontaktierung. Ihr seht also hier diese Durchkontaktierung, die könnt ihr euch hier ansehen. Da sind sie auch vorhanden. Bei euch sieht das jetzt wahrscheinlich anders aus. Ihr habt die 3D-Modelle noch nicht da drauf. Ich habe das schon mal im Vorfeld gemacht, weil das immer sehr lange aufhält. Wie das geht, wisst ihr ja. Und deswegen machen wir jetzt hier auch sofort erstmal weiter mit unserer Platine. Ihr wisst natürlich auch noch vom letzten Mal, als wir den Schaltplan erstellt haben, haben wir einen sogenannten Electrical Rule Check gemacht. Das heißt, im Schaltplan sind wir hingegangen und haben geguckt, also Keycat gucken lassen, ist denn elektrisch soweit alles in Ordnung? Passt das alle? Und genau sowas Ähnliches muss man hier jetzt auch bei der physikalischen Platine machen. Und zwar nennt er sich nicht Electrical Rule Check, sondern Design Rule Check. DRC abgekürzt. Keycat geht dann hin und überprüft nochmal unsere physikalische Platine, ja, nach Fehlern. Und zwar nach Fehlern, die zum Beispiel, wie ich ja schon mal sagte, Kordiatfehler, ob sich nicht Bauteile hier verdrängen oder ob ihr auch alle Design-Rules, die wir ja schon kennengelernt haben, eingehalten worden sind bezüglich Abständen hier zwischen Pads. Ja. Und diesen Check, den werden wir jetzt mal durchführen, um sicher zu sein, dass das hier auch alles den Design-Regeln, die wir ja eingestellt haben, beziehungsweise gemacht haben, ob das denn auch alles so passt. Und um den Design-Rule-Check zu machen, klickt man auch hier oben auf diesen Marienkäfer drauf. Dann öffnet sich ein Fenster und ich sage hier einfach mal Starte DRC für Starte Design-Rule-Check. Ich klicke einmal, erarbeitet und ich kann aufatmen. Ja, ich freue mich. Ich habe hier keine Fehler. Es ist alles in Ordnung.
Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, hier ist noch ein zweiter Reiter, der da heißt nicht verbundene Elemente. Da klicke ich mal drauf und ihr seht, auch hier ist kein Fehler. Ich kann mit Stolz jetzt verkünden, dass meine Platine in Ordnung ist. Und bevor mir noch hier was Schlimmes passiert, gehe ich ganz schnell hin und sage Speichern. Der Rest ist eigentlich ein bisschen Schönheit und ein bisschen Userfreundlichkeit, die natürlich auch sein muss. Was ich damit meine, ist einfach, wenn ich hier nochmal den 3D-Betrachter aufrufe. Ihr seht zwar hier jetzt schön die Bauteile und seht hier schön die Leiterbahnen und auch die Bauteilreferenzbezeichnungen seht ihr hier mit J3, J2 und so weiter. Aber wenn ihr die Platine jemandem geben wollt, dann guckt ihr hier auf die Pins und weiß gar nicht, was hier an den einzelnen Pins für Signale anlegen. Ihr kennt das von euren gekauften Arduinos, da steht dann zum Beispiel TXRX und das werde ich jetzt hier als nächstes Mal mit euch machen, dass der User auch sieht, was ist das hier für ein Pin, was für Signale liegen denn jetzt hier an diesen Pins so an. Wie schon im anderen Video gezeigt, das geht auch ganz einfach. Ich zoome mal hier so ein wenig hinein auf diesen Pinheader und dann sehe ich schon hier GND, 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 5 Volt, 5 Volt, 5 Volt. Auf der Platine wird diese Netzbezeichnung natürlich nicht draufgedruckt. Deswegen muss ich das jetzt hier tun und dazu gehe ich, wie ich schon gesagt habe, in den Layer F-Silks für Front. Das soll ja auf die Oberseite der Platine gedruckt werden. Hier unten diesen Pinheader, den untersten, da haben wir ja dreimal Ground und dreimal 5 Volt. Ich werde diese Pins jetzt hier beschriften. Klicke einmal hier auf das große T auf der rechten Seite, gehe unter den ersten Pin, klicke einmal hier, dann öffnet sich ein Fenster und da gebe ich mal ein GND, sage dann OK. Und platziere mir das hier unterhalb des Pinheaders, außerhalb des Kordiats. Dann klicke ich auf den nächsten und sage hier auch GND. Klicke einmal auf OK. Der zweite Pin ist auch GND. Klick und der dritte Pin ist dann auch GND. So und sage OK. Ups, jetzt ist das ein bisschen zusammengerückt, das macht nichts. Ich gehe in den Cursor-Modus, klicke das mal an, sage M wie Move, ziehe das mal ein wenig auseinander. So in der Art. Jetzt ist das alle hier so ein bisschen nicht ganz unterhalb des Pins. Und dann M wie Move ein bisschen rüber noch. Den nehme ich auch mal, den nochmal und den letzten Move. So. Die nächsten Pins, ich gehe wieder in den Textmodus, die nächsten Pins sind 5 Volt. Gehe zurück in den Cursor-Modus und habe die unterste Leiste jetzt hier beschriftet. Ich schaue mir das mal im 3D-Betrachter an, wie das denn jetzt aussieht. Da ist es jetzt beschriftet. Und genauso gehe ich jetzt hier mit allen Pinheadern weiter. Beschriftungen können durchaus auch über Leiterbahnen, also das heißt, der Hersteller geht hin und platziert die Beschriftung auf der oberen Seite. Und wenn da drunter eine Leiterbahn ist, so wie hier in diesem Fall, macht das natürlich nichts. Und hier seht ihr ja die Referenzbezeichnung J1, J2, J3 und J4, das sind diese Pinheaders. Und dann geht ihr einfach mal hier zurück in den Schaltplan und hier habt ihr ja eure Pinheader. Der J1 ist zum Beispiel der FTDI-Programmer und hier seht ihr ja, das haben wir ja vorher gemacht, 5 Volt RXTX. Und wenn ihr hier seid und guckt hier mal nach J1, dann müsst ihr natürlich auch hier gucken, hier liegt die 5 Volt an, also Pin 1 ist 5 Volt und nach der Pin-Nummern gucken, dass ihr neben den PIN-Nummern auch die richtige Beschriftung schreibt. Und wenn ihr damit fertig seid oder wenn ich damit fertig bin, dann melde ich mich gleich nochmal. Aber es macht jetzt keinen Sinn zuzuschauen, wie ich jetzt hier die Platine beschrifte.
So, Freunde, ihr seht, dass alle Pins beschriftet sind und ich bin mit dem Ergebnis erst einmal zufrieden. Man hätte das alle hier auf der gesamten Platine schöner machen können, enger zusammen, kleiner und was auch immer, alles hier auf einer Seite zu routen, also ohne Durchkontaktierung und so weiter. Nur das werde ich euch mal erklären in unserem letzten Video, das da kommen wird. Ihr dürft gespannt sein. Es gibt noch einige Neuigkeiten und einige tolle Sachen, die das Ganze ganz einfach machen. Ihr könnt euch daran erinnern, was am Anfang war, als wir die Bauteile hier importiert haben, mit den ganzen Netzlinien und so weiter. Da war der ein oder andere doch sicherlich erstmal erschlagen oder erschrocken. Wie kriege ich das alle hin? So, jetzt wisst ihr, wie sowas geht und wie man sowas macht. Und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz hier den 3D-Betrachter, wie unsere Platine denn hinterher wieder zurückkommt vom Hersteller. Ihr seht das hier. Die ganzen Pins sind alle beschriftet. Natürlich, worauf ich jetzt verzichtet habe, ist, manche Pins haben natürlich besondere Funktionen. Das habe ich hier bei der Beschriftung nicht mit angegeben. Ihr seht jetzt hier unser Resultat. Und ich denke mal, für den Anfang, für den einen oder anderen, ist das schon ein schönes, sauberes Ergebnis. Es sieht besser aus wie auf einem Brettboard. Ich habe jetzt hier auch keine Befestigungslöcher angebracht innerhalb der Platine. Das könnt ihr alles selber machen. Das habe ich euch gezeigt, wie sowas geht. Ja, und worauf man da achten muss. Wichtig ist nur, wenn ihr die Platine dann verkaufen wollt oder jemanden verschenken wollt, denkt daran, dass ihr haftbar seid für alles. Und das ist alle nicht so einfach. Der Daniel kann da ein Lied von singen und deswegen auch mal hier oben in dem Bereich gezeigt. Bitte gebt bei der Lüsterklemme auch an, was Plus und Minus ist. Ja, nicht nur die Pins beschriften, sondern hier oben in dem Bereich hier mal sagen, hier ist Plus, da ist Minus und dann hier auch mal dran schreiben, wie hoch denn die Spannung sein darf für diese Platine. Und bitte auch das DC mit angeben, denn wir haben hier auch keine Gleichrichtung mit drauf. Ich meine, das ist ja nur eine Übungsplatine, um euch Kicad beizubringen, um euch zu zeigen, wie alles geht. Deswegen habe ich auf vieles hier verzichtet, aber darum ging es nicht. Und wir haben auch ausschließlich Through-Hole-Komponenten verbaut, also keine SMD. Und nochmal als Tipp, Anfänger sollten von SMD-Bauteilen erstmal die Finger von lassen. Denn da gibt es noch tausende von Fallstricken, was man da beachten muss. Ja? Aber nochmal einen ganz kurzen Tipp und das halte ich auch für wichtig. Wir haben hier auf unserer Platine ein Quarz und zwei kleine Kondensatoren, die sind verantwortlich für die Taktgeschwindigkeit des Atmega 328. Wir haben ja einen Quarz genommen, der 16 MHz kann. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 16 MHz sind 16 Millionen Mal pro Sekunde. Das heißt, da ist eine sehr, sehr hohe Frequenz. Und bei diesen Dingen ist darauf zu achten, dass die Leiterbahnen von den Quarz möglichst nah an dem Atmega dran sind. Denn sonst, die Leiterbahnen dienen dann als Antenne und der strahlt unter Gut und Böse, ja. Und ihr habt da Störungen. Es kann auch sein, dass wenn der zu weit weg ist, dass der Mikrocontroller dann gar nicht mehr so richtig funktioniert. Also achtet bei Takt Sachen immer darauf, so nah wie möglich hier an das Bauteil heranführen und die Leiterbahn dann so kurz wie möglich halten. Ja, das nur mal so als Tipp. Jetzt nebenbei ist wichtig, sonst kommt man da in die Bedrulle. Ich möchte euch noch eine ganz wichtige Sache jetzt gleich noch auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal hier die Platine so anschaut. Dann seht ihr ja hier die Bauteile drauf mit den entsprechenden Pads und ihr seht die Leiterbahn. Und wenn ihr die so zum Hersteller schicken würdet, dann geht der Hersteller hin und ätzt alles,
was keine Leiterbahn ist an Kupfer, beziehungsweise was kein Pad ist, weg in einem Ätzbad. Ich gehe mal hier in den 3D-Betrachter und ihr seht das ja hier, wenn ich mal reinzoome, hier sind Leiterbahnen. Dieses Kupfer bleibt natürlich stehen, aber alles andere hier ist ja Kupfer, sowohl auf der Vorderseite wie auch auf der Rückseite. Wenn ich mir die Rückseite mal betrachte, da seht ihr ja, die Pads bleiben nach dem Ätzbad und auch die Leiterbahnen bleiben nach dem Ätzbad. Aber alles das, was hier ist, dieser ganze Bereich, der hier ist, wird weggeätzt. Das heißt, es ist möglich, ihr schickt die Platine so jetzt zum Hersteller und er macht es für euch. Aber das hat den Nachteil, auch Ätzmittel verbrauchen sich mit der Zeit, nämlich dann, wenn das Ätzmittel durch abgeätztes Kupfer gesättigt ist. Dann ist das Ätzmittel irgendwann verbraucht und muss dann erneuert werden. So, jetzt könnt ihr euch ja schon denken, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Denkt daran, wir haben nur eine Welt und dieses Ätzmittel ist sowas von giftig und gefährlich. Was soll das, die Umwelt da so stark zu belasten? Und deswegen macht man eigentlich Folgendes. Man geht hin und überlegt, dieses ganze überschüssige Kupfer könnte ich doch eigentlich gebrauchen. Und zwar sagt man, warum soll ich dieses überschüssige Kupfer denn nicht dafür benutzen, um irgendwelche Pads bzw. Netze untereinander zu verbinden? Das heißt, ich habe ja hier auf meiner Platine mehrfach Ground bzw. mehrfach das Netz plus 5 Volt. Und jetzt gehe ich einfach mal hin und sage, ich möchte gerne dieses Kupfer, was sonst weggeätzt würde und die Umwelt belastet, möchte ich gerne nutzen für mein plus 5 Volt und für Ground. Diese Überlegung ist natürlich in zweifacher Hinsicht gut, weil erstens, ich schone die Umwelt und zweitens, diese große Menge an Kupfer könnte ich natürlich auch dazu benutzen, um Wärme abzuleiten. Denn wenn ich jetzt hier eine sogenannte Kupferplane auf der Vorder- und Rückseite mache, habe ich eine große Fläche und dadurch, dass diese Fläche ziemlich groß ist, leitet die auch Wärme ab. Und das Ganze nennt man Kupferplane. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich zeige euch mal dieses Bild. Wenn ihr eure Platine so, wie sie jetzt ist, losschicken würdet, seht ihr das hier, dann würde der Hersteller alles Kupfer wegätzen, was keine Leiterbahn ist oder sonstiges. Ich meine, das ist eine Platine, die zu Hause hergestellt wurde, aber so würde das ungefähr dann aussehen. Es wird alles weggeätzt, was keine Leiterbahn bzw. kein Pad ist. Und wenn ihr euch jetzt mal anseht, wie es aussehen würde, hier habe ich mal ein Bild, da seht ihr das, dass hier überall noch Kupfer ist. Lasst das mal auf euch wirken. Ihr seht, ich spare also jede Menge Kupferwegätzung hier und die ganze Platine und das, was hier stehen bleibt, kann ich auch für andere Netze benutzen. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich hier meine. Und diese großen Kupferflächen, die ich dann hier noch zur Verfügung habe, kann ich auch sozusagen als Hitzeableiter nutzen. Wenn ich hohe Ströme irgendwo fließen lasse oder wenn Bauteile sehr warm werden. Ja? Und genau dieses Verfahren, was ihr jetzt hier auf diesem Bildschirm seht, so gehen die Hersteller vor. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich das jetzt hier in meinem Projekt realisiere. Ich klicke jetzt hier einmal auf dieses Icon, gehe dann hier oben in die Ecke, so nah wie möglich innerhalb meines Edge Cuts, ungefähr dort, sage 5 Volt, ich will es mit 5 Volt Netz verbinden, sage OK. Ja, er macht es jetzt hier nicht, warum nicht jetzt? So, jetzt gehe ich wieder zu der anderen Ecke, so nah wie möglich an meinen Edge Cut dran, klicke einmal, scrolle mal nach unten in die untere rechte Ecke, klicke hier einmal,
Gehe dann zu der linken unteren Ecke, zoome da mal hinein und klicke hier noch einmal, klick. Und ihr seht jetzt, was er gemacht hat. Er hat hier so eine rote gestrichelte Linie gezeichnet. Ihr könnt das jetzt sehen. Da ist jetzt innerhalb des Edge Cuts am Rand so eine rote gezeichnete Linie. Das heißt nichts anderes. Ich habe über diesen Gesamtbereich jetzt Kicket mitgeteilt. Mach mir hier eine Kupferplane auf der oberen Kupferschicht. Hier F-Kupfer. Das seht ihr auf der rechten Seite. Und wenn ich das gemacht habe, gehe ich mal hin und blende diese Kupferschicht jetzt hier mal ein. Und dazu muss ich hier auf der linken Seite ausgefüllte Flächenbereiche einblenden, klicken. Und ihr seht, was er gemacht hat. Er hat das überschüssige Kupfer genommen und hat jetzt hier, wenn ich mal reinzoome, an unserem Pinheader, den ich ja vorher verdrahtet habe mit Leiterbahnen, hat er nichts anderes gemacht hier, wie diesen 5-Volt-Pin, dieses 5-Volt-Pin und alle anderen 5-Volt-Netze verbunden mit diesem überschüssigen Kupfer. Und das hat er jetzt hier über den gesamten Bereich der oberen Kupferschicht gemacht. Wenn ich hier oben an unseren Lüsterklemme gehe, dann seht ihr das auch hier. Hier seht ihr, dass er das jetzt verbunden hat. Das ist einfach modernes Cut-Design. So sollte das sein. So, Freunde, für die obere Kupferschicht ist die Kupferplane schon fertig. Das gleiche mache ich jetzt für die untere Kupferschicht. Ich gehe also hier auf die rechte Seite und klicke hier auf Backkupfer. Dann wieder hier auf das Icon gefüllte Flächen hinzufügen. Ich zoome mal wieder hier oben in die linke obere Ecke hinein. Klicke innerhalb des Edge Cuts einmal. Sage, fülle es mit Ground. Sage OK und habe jetzt hier meinen Faden und gehe jetzt hier weiter nach unten in die linke untere Ecke, klicke dort einmal und dann gehe ich mal nach rechts in die Ecke, zoome mal etwas hinein, klicke einmal hier und dann fahre ich nach oben und in die obere rechte Ecke, klicke hier einmal und dann gehe ich wieder nach links. Und schließe dann ab, indem ich hier die Ecke verbinde. Und schon seht ihr jetzt hier eine grüne Kupferplane. Und schon bin ich eigentlich damit fertig. Ich kann jetzt hier sagen, erstmal speichern. Und das war die ganze Zauberei. Mehr ist es nicht. Ihr seht jetzt hier auch auf der Rückseite. Hier hat er die Rückseite alles, was hier sonst weggeätzt wäre, mit dem Netz Ground verbunden. Das seht ihr hier unten an unserem Pinheader. Da seht ihr, dass er hier sogenannte Thermo Relief jetzt machen würde. So, Freunde, nun gucken wir uns das Ganze mal in 3D-Betrachter an. Und ihr seht jetzt hier, dass er hier das ganze Kupfer stehen gelassen hat. Das obere Kupfer führt jetzt hier alles die 5 Volt. Und wenn ich die Platine mal umdrehe auf die Backplane, dann seht ihr hier, das ganze Grüne, was hier grün ist, hat er verbunden mit Ground. Und somit spart der Hersteller hier jede Menge an Ätzmitteln. Wir schonen die Umwelt und wir haben hier in diesem Bereich, seht ihr das hier an diesem Pad, dass der hier solche Verbindungen von dem Pad gemacht hat zu dieser gesamten Kupferplane. Das dient natürlich dann auch zur Wärmeableitung. Man sieht natürlich jetzt nichts mehr hier, weil die Kupferplane alles verdeckt. Wenn man das wieder sichtbar machen will, klickt man hier auf der linken Seite, seht ihr hier solche Icons und da werden die ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet, ja. Ja, Freunde, das war mal wieder jede Menge Stoff für heute. Wir kommen jetzt hier auch zum Ende. Das nächste Mal geht es weiter. Da geht es darum, dass ich noch die Platine vorbereiten muss, um sie zum Hersteller zu schicken. Aber es geht auch noch darum, dass ich mir jetzt hier eine Stückliste erstelle, dass ich dann eventuell noch
einige Zusatztools innerhalb KeyCads installiere, und zwar sogenannte Plugins. Und ihr könnt euch drauf freuen. Ich werde euch auch zeigen, wie man ganz schnell dieses Routen von diesen Leiterbahnen mit drei Mausklicks machen kann. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr Daniel unterstützt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und in diesem Sinne sage ich euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund, euer Jürgen.